Ich hab jetzt keinen Bock mehr auf diesen Birkenwald. Ich hab keinen Bock mehr auf diesen Birkenwald. No. Dieser Birkenwald geht mir auf den Sack. So finden die Spieler schneller. Komm zu dem Wald, der brennt. Genau, ja. Lass uns SOS-Feuer machen. Wie im Film. Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Varo 2. Ganz schnell gesprochen. Echt? Natürlich schon wieder. Schaffe. Ja, schon wieder. Mann, wie kann es denn sein? Ja. Herzlich willkommen, Zander. Was haben wir denn heute so vor? Wir haben heute das vor, wie jeden Tag. Wir wollen die Weltherrschaft an uns reißen, oder? Genau. Aber so. Ich sage mal so, wir haben ja kein schweres Spiel dabei. Mano, ich hasse diese 30 Sekunden. Ich will was tun, ich will mich bewegen. Ja, ich will auch. Ich habe echt einen Bewegungsdrang. Lass uns einfach Lava irgendwo hin platzieren. Ja, wir sind ja nicht verwundbar. Und dann locken wir uns wieder aus. Und dann werden wir gefeuert vom Projekt. Genau, wir werden gefeuert vom Projekt. Moin. Genau. Und so, jemand Lust zu kämpfen. Ich warte das jetzt einfach so lang, bis es jemand macht. Mann, ey. So, alles klar. Wir können an die ans Tageslicht. Wie schreibt man den? Ali. So. Traue dich. Komm lieber mit. Mann, ich will dich verwirren. Komm lieber mit. Lass uns einfach einen Glaspalast bauen. Ja, einfach und dann unsere Diamantkiste drin verstecken und dann geht irgendeine Bombe hoch. Ja, genau, richtig. Das wäre so episch, Alter. Das ist ja keine Spawnfalle, das ist ja eine richtige Trap. Wenn wir dann auch noch Fallen bauen könnten mit unserem Wissen, dann wäre das ist noch schöner. Ist auch so. Lass uns eine Falle, lass uns eine Atombombe. Hier geht's runter, guck mal. Lass uns eine Atombombe bauen. Boah, wie weit es doch da runter geht. So, lass jetzt mal einfach hier so ein bisschen lang. Mann, Early, ey. Early ist so eine. Also, jetzt Mann, bin ich wieder ein bisschen aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich nicht, ich bin jetzt gerade überhaupt nicht aufgeregt. Doch. Mann, die Schafe. Oh, nee, das sind wieder Schafe. Boah, das sind Hunde. Ich hab gerade gedacht, da wäre jemand. Das bin ich. Aber das ist ein Schaf, was seinen Kopf gedreht hat. Das kenne ich, das Gefühl. Meinst du, es gibt überhaupt Hunde hier? Aber Hunde kann man nicht ausstellen, ne? Nee. Ja, wie soll es nicht ausstehen? No Dogs. Slash No Dogs. Slash No Dogs. Das wäre vor allen Dingen richtig diskriminierend. So Schafe dürfen und Hunde nicht. Ja, ist auch so. Voll schade. Nee. Es wäre doch cool, wenn man so Wither trainieren könnte oder so. Boah. Einen eigenen Wither einfach, der dann alle verfolgt. Das wäre einfach so overpowered, ey. Oh, was denn hier? Vorsicht, Lava. Das Gefühl, wir sind hier echt ziemlich alleine. Hier ist echt keine Sau. Oh. Ja, Lava. Hier ist auch noch Lava. Ach, Matthias. Nein. Wir lassen uns jetzt einfach Hunde suchen. Wir gucken einfach mal so ein bisschen die Map ab hier. Wir machen. Oh, ein Pferd. Ein Pferd. Kann man das nicht verzaubern? Ja, genau. Du kannst einen Sattel, wenn wir jetzt einen Sattel hätten. Ja, du hast doch Sattel. Nein, habe ich nicht. Hatten wir nicht welche? Nein, ich hatte voll viel Leder, aber das habe ich weggeworfen. Boah, ja, weil. Aber wenn du ein Pferd tötest, kriegst du Leder, ne? Richtig viel. Guck mal, Kürbisse, die können wir uns aufsetzen. Und dann können wir Verstecken spielen. Da unten ist ein Esel. Da ist Petrit. Petrit, der Esel. Warum ist der ein Esel? Ist einfach so. Petrit ist ein Esel. Ist einfach so. Kannst du nicht fragen, ist einfach so. Ja, es gibt einfach manche Dinge, die sind so. Guck mal, da hinten sind Berglandschaften. Alter. Überall. Ja, wo? Schreib doch genaue Koordinaten. Und dann kommen wir jetzt auf den Boden raus. An einem Berg. Guck mal, ich habe noch nicht mal Angst zu schreiben, wo wir wirklich sind, weil wir einfach so Ghetto sind. Weil wir einfach so Ghetto sind. Was ist das denn? Seit wann sagen wir das? Warte mal, hier geht's kurz rein? Ich weiß nicht. Ich hätte irgendwie Bock, so ein bisschen ein paar Höhlentouren zu machen. Das ist irgendwie spannender als rumbuddeln. Oh, Alter, ich muss essen. Höhlentouren. Okay, Höhlentouren, da hast du die Wahrscheinlichkeit, dass du andere triffst. Birkenwald in der Nähe, ja, sind wir gerade raus. Boah, ich wollte gerade sagen, ich sehe einen Namen unter der Erde. Ja, das bin ich. Nee, ehrlich. Lass mal zurückgehen. Ich glaube, die sind in dem Birkenwald, wo wir gerade waren. Okay. Komm. Ja, Moment. Ich bin in der Höhle gerade drin.
Vor allen Dingen renne ich gerade. Ist nicht gut. Wird es wird dunkel, es wird dunkel. Ja, guck mal, was schreibst ey, du das denn? Ja, ey. Ja, natürlich egal. Willst du, wir machen uns jetzt in die Hose. Lass mal zurück, ein bisschen sprinten. Okay. Mal gucken, ob wir irgendjemanden finden. Ey, ohne Scheiß. Es ist wirklich eigentlich eine Sache von Glück, wer wen zuerst sieht. Es kommt gar nicht mehr so auf das Equip an. Wir haben Lava-Eimer, wir haben Feuerzeug. Also ich sneake gerade nicht. Ne? Wir haben, nö, ich auch nicht. Wir haben Goldapfel. Fuck, ich muss was essen. Ich muss immer was essen hier. Und du musst immer gucken, dass dein Essen immer, egal wann, voll ist. Rennst du, oder? Nee, ich renne nicht. Nur zwischendurch mal, aber wir haben, ich habe so viel Essen noch mit. Okay, naja, wenn du sagst, du darfst hier essen, ich habe noch ein bisschen Fleisch, aber... Wo sind die denn jetzt? Mann, ey, könnt ihr nicht genau sagen, wo sie sind? Und wenn wir Sugarcans finden, auch mitnehmen. Ich habe nämlich Redstone mit, dann machen wir uns noch ein bisschen Obsidian, ne? Und dann können wir uns einen Verzauberungstisch machen. Es kann aber auch sein, dass die in einem völlig anderen Wald sind. Die können auf der anderen Seite in einem völlig anderen Birkenwald-Biom sein. Scheiße, für einen Verzauberungstisch brauchen wir übrigens noch einen Diamanten, ne? Wir brauchen zwei Dias, ja. Fuck. Nicht nur einen, wir brauchen zwei. Ne Spinne, pass auf! Da ist der Birkenwald. Da sind ein paar Leute. Mann, ey, mach mir doch keine Hoffnung. Hier sind überall Birkenwälder, Mann. Ja, hast recht. Das kommt alles nicht so selten vor. Voll mit Birken. Lol, ach, ich dachte, hier ist irgendwie ein Haus oder so. Das ist ja, habe ich letztens auch gedacht. Bin den Wald nicht mehr. Die lauern so eine Scheiße, ne? Jetzt gleich stehen die hinter uns. Die haben richtig Schiss, glaube ich. Gleich stehen die hinter uns so. Boah, wie geil sieht das denn aus hier? Ja, das sieht echt fresh aus. Fresh, Alter. Da möchte ich leben. Hab ihn gefunden. Oh, sneaken mal kurz. Pass bloß auf. Da ist ein Endermann. Lass den mal killen. Wo? Hier. Ja, pass. Nein. Warum? Stell dich unter Baum. Lock den unterm Baum. Oder so. Ja, gut, das geht schlecht. Bist du wahnsinnig? Aber bau dich irgendwie ein, damit du nur die Füße treffen kannst. Warte, mach das so, pass auf. Ich mach das kurz vor. Renn mal nicht weg, du blödes Arschloch. Komm. Halt. Du, da. Och, Mann. Ja, töt ihn einfach. Warte, ich töte ihn mit. Oh, Leute. Alter, Mini-Zombie. Baby-Zombie. Die sind übel. Ja, die sind richtig eklig. So, pass auf, dass kein Creeper von der Seite kommt. Das ist bei solchen Dingen, bei solchen Bergen ist das richtig eklig. Pass auf, ich guck einfach, dass nichts in der Nähe kommt und du versuchst einfach raufzuhauen. Okay, 3, 2, 1, go. Na, der hat sich weggeportet. Fuck. Na, erst nochmal weg. Scheiße. Nee, der ist da. Ja. Ganz stübel gerade. Hinter dir! Jawohl! Und hat er was gedroppt? Scheiße, ey. So eine Enderperle wäre echt wichtig. Hauptsache, wir legen uns einfach, weil nichts anderes kommt, mit Endermännern an. Ja, wir wollen irgendwie kämpfen, Mann. Ihr seht ja, Leute. Gleich, ich kämpfe auch das Schaf hier kaputt. Ich kämpfe schon. Ein armes Schaf, Alter. Es ist so heroisch von dir, dass du Schafe tötest. Ja, ich weiß. Die haben so Powerkräfte nicht zu erledigen. Mann, Alter, ich will irgendwas... Oh, Alter, guck doch mal, wie geil das aussieht. Das sieht echt geil aus. Das ist eine krasse Landschaft. Mit den Bäumen so, als in... Alter, das ist doch irgendwie... Die ganze Map ist voller Birken. Kann das sein? Ist doch so, es ist einfach... Ein einziger Birkenwald. Ja, welchen denn? Oh, nochmal Knochen, sehr gut. Das Problem auch ist, wir werden langsam ein bisschen unaufmerksam, weil wir einfach nur hier rumrennen wie die Blöden. Und dann klingelt es noch bei dem Top. Alter, was ist das? Ist das ein Feueralarm oder was? Ich glaube, Post. Jetzt um 5:30. Sehr, sehr geil. Ja, ich könnte jetzt natürlich ganz viel Spannung reinbringen. Warte mal, hier leuchtet was, das ist wieder Lava. So, also, Entschuldigung, ich kann gerade nicht kommen. Mein Gott, ey. Hier ist Lava wieder. Oh, ja. Soll ich dich da reinschubsen? Dann würde ich wenigstens einen töten. Wie zählt das denn eigentlich? Das ist ein Teamkill, ne? Das zählt aber nicht als Kill. Wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, ey. Wollen wir nicht einfach die Koordinaten sagen? Komm. Nee. Das ist ja zu krass, ey. Das ist ja einfach zu krass. Warum? Na, das ist doch gerade. Komm, lass was Krasses machen. Mann, sonst finden wir die doch in 1000 Jahren nicht. Was haben wir jetzt vor? Wir rennen jetzt durch irgendwelche Wälder in der Hoffnung, dass wir an diesen 50 Milliarden Quadratkilometer Meilen... Ey, warte doch mal, hau doch nicht so ab, Digga. Wieso? Ja, ich hau jetzt ab, ich bin beleidigt. Wovon auch immer.
Ich will einfach nur vorweggehen. Aber das sieht ja voll geil aus, Alter. Das Problem ist, wir suchen auf einer unglaublich riesigen Map nach 3 Leuten. Das ist doch möglich. Das ist echt unglaublich, ey. Wir suchen aber auch Hunde, das muss man dazu sagen. Ja, wir suchen, das ist so der positive Nebeneffekt. Wahrscheinlich erfahren wir dann danach 3 Folgen, oh, Hunde sind gar nicht da. Hunde gibt's nicht in Minecraft. War eine Illusion. Gibt's nicht mehr. Hat Microsoft rausgemacht. Ja, genau. Microsoft hat, weil Bill Gates eine Phobie gegen Hunde hat. Sag mal, die Skelette schießen die auch mal? Das ist ja übelst langweilig. Ja, die gammeln manchmal echt nur hart ab, ne? Ja. Die überlegen sich und schießen. Ich wette mit dir, es wird gleich genau die folgende Situation passieren. Wir laufen irgendwo lang und sehen einen Namen. Und dann auf einmal kommt der Countdown. In so und so viel Sekunden bist du ausgelaufen. Hinter dir ein Skelett. Mit 2 sogar. Au! Warte, ich muss mal ganz kurz was essen. Übrigens. So. Wir suchen auf jeden Fall auch Hunde. Das ist, Mann, ich habe jetzt nichts mehr zu essen. Oh, doch, hier, ich habe noch 4. Ich habe noch richtig viel, irgendwas. Ey. Was ist los mit dir? Nee, ich habe noch Hühnchen. So. Oh, wir machen hier einfach so eine Waldtour. Über den Wald. So, und links sehen Sie den Louvre. Und da liegen die Eiffelturm. Und geradeaus. Sehen Sie eine Birke. Ja, und links ist auch die größte Birke. Das ist die, die damals Johannes Gutenberg gepflanzt hat. Ach Mann, Alter, hier. Na, was ist denn das für eine Birkenbiom-Scheiße? Hört der auch mal auf? Hier sind überall Birken. Überall. Überall. Sollen wir einfach ein paar kurz? Komm, wir sagen einfach ein paar Koordinaten. Die müssen ja nicht mit unseren genau übereinstimmen. Lass mal sagen. Lass bei. Das ist so ein Django, ne? Pass auf. Ich hab jetzt keinen Bock mehr auf diesen Birkenwald. Ich hab keinen Bock mehr auf diesen Birkenwald. Genau. Dieser Birkenwald geht mir auf den Sack. So finden die Spieler schneller. Komm zu dem Wald, der brennt. Genau. Ja, lass uns SOS-Feuer machen. Wie im Film. Oh, wir müssen mal irgendwann mal. Lass nicht voll. Du bist so behindert. Alter, ey! Du schmeckt Freund angreifen oder was? Keine Bildung gehabt in deinem Leben. Ohne Scheiß, hätte ich jetzt noch einen zweiten Lava-Eimer. Ey, warte mal, war nicht irgendwo hier eine Lava-Quelle gerade? Dann hätten wir sogar Lava hier über die Bäume. Einfach Lava über den Berg kippen. Lass nicht vergessen, dass wir noch ausloggen müssen. Und wenn wir dann gerade im brennenden Wald stehen. Ist das nicht so geil? Hast du wohl recht. Dann lass mal hier ein bisschen lang speeden gerade. Ja. Hier, wie wär's hier? Warte mal, hier ist eine Lava-Quelle. Ja, lass. Du gehst unten lang. Komm, geh einfach geradeaus. Ja, ich muss hier eben hoch. Lass hier beim Lavasee. Ja, bis dann. Lass hier beim Lavasee irgendwo. Oh, hier ist schon ein Wald weggebrannt. Lol, hier ist die Begrenzung. Ja, geil, Alter. Wir haben eine Begrenzung gefunden. Lass mal eben kurz hier chillen. Lass uns hier eingraben. Jo, lass zur Begrenzung gehen. Lass uns direkt an der Begrenzung hausieren. Ja, nein, lass hier, pass auf, lass hier bleiben. Raus. Was? Wir müssen wir sich jetzt langsam irgendwann hier einbuddeln? Ja, nee, doch, wir haben noch 2 Minuten mindestens. Lass uns hier schon mal ein bisschen was rein. Oh, Alter, kannst du mal aus dem Weg gehen, du Scheißhuhn? Ey, hier sind einfach mega viele Kühe. Strixi, ey. Was geht ab mit den Kühen? Die wollen ja auch raus. Stirb. Wer ist noch drauf? Baloui. Ja, Baloui ist noch richtig lange drauf auch. Ach, Baloui, warum denn nicht? Ist doch fair. Was denn? Kämpfen. Wir beide gegen Baloui. Lustige Zwischeninfo. Der Server, auf dem wir gerade unsere Stimme aufnehmen, ist von Baloui. Oh. Bin bei den feurigen Birken. Echt? Hä? Woher weiß der das? Warte mal, ich muss eben essen. Ich bin das fast. Das ist wirklich da. Ja, da hinten die da. Birken, die brennen, Alter. Der ganze Wald brennt, so geil. Ja. Der ist nie ist im Leben. Der ist nie im Aber Leben. Woher will er das wissen? Der sieht uns auf jeden Fall. Der hat unsere Position auf jeden Fall. Der ist nicht so weit weg. Alter, was ist das hier bitte für eine krasse Landschaft? Das ist der Hammer.
Das kann nicht sein, dass nicht. Nein, weil Kunga meinte ja, der ist bei den feurigen Birken. Gibt's noch mehr feurige Birken? Nee, die hatten wir vielleicht nicht allein. Wenn irgendwelche Leute so bei Folge 9 ausrasten, so die Midlife-Crisis und dann alles anzünden. Ich würde sagen, wir bauen uns jetzt hier wieder ein, ja, und chillen dann halt hier so ein bisschen. Mann, gibt's hier wirklich keine Hunde? Könnt ihr mir mal bitte in die Kommentare, das ist ganz cool, wenn ihr bei anderen Leuten die Folgen verfolgt, könnt ihr mal sagen, ob ihr irgendwo einen Hund gesehen habt? Weil es kann ja echt sein, dass die hier nicht da sind. Ja. Packe? Hab ich. Und ich baue mich zu. Ich baue hier zu. Zack. Ja, guck mal, passt genau. Passt genau vom Timing. Ich gebe nur noch mal kurz essen, damit ich nicht gleich mit Hunger starte. Ja, und... Ja. Es will keiner mit uns kämpfen. Was sollen wir tun? Das sind alle... Sind alle feige. Ja. Aber naja, auf jeden Fall, wir haben wieder ein bisschen die Map erkundet. Wir haben richtig coole Biome gesehen und wir haben den Wald angezündet. Wenn das nicht gute Taten waren. Ja, ist auch so. Für diese Aktion ein Daumen nach oben, ohne Witz. Save the forest, not. Genau, save the real forest, not the Minecraft forest. Okay. So sieht's aus. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Und morgen töten wir jemanden. Das wissen wir einfach. Ja, hoffen wir. Aus dem Bauch raus. Okay, so, wir wissen es. Bis dann. Tschüss. Ciao.